die Ehre. Ich bin's, der Birger. Und heute, da hab ich ein gleichermaßen wichtiges und sauschwieriges Thema aus der Zunge. Nämlich, how to Volksfest. Volksfest ist das Geilste. Und warum? Ja, weil man sich voll aussaufen kann. Richtig. Übrigens, kurze Grüße nach Österreich. Die einzigen neben uns, die ansatzweise einen Plan haben, was da jetzt gleich kommt. Ein bisschen mehr gehört zu der ganzen Geschichte dann schon dazu. Und darum fangen wir an mit Phase 1. Wie und wo geht die ganze Sache denn eigentlich an? Im Grunde bei dir daheim. Eine in Glederwigs oder ins Dirndl, aber da halten wir uns jetzt nicht zu lange auf, das haben wir alles schon gelernt. Und keine Angst, meine sehr verehrten Damen, es kommt's auch noch dran. Richtig anfangen tut die ganze Geschichte aber mit dem Volksfestauszug. Damit du dem von Anfang bis zum Schluss, wie sie das gehört, sagst, suchst du mit deinen Spätzen einen geeigneten Sitzplatz in der Nähe von der Straße mit möglichst freiem Sichtfeld. Allerdings, viel wichtiger ist, dass du da in dem Ambiente deines Vertrauens noch geschwind zwei, drei halbe reinhauen kannst. Jawohl, das kann man dann quasi auch als Vorglühphase sehen. So ein bisschen. Wenn der Auszug dann angeht, spaziert da ein Haufen Zeug an euch vorbei. Blasmusik, als dass die ganze Stadt in den Krieg ziehen. Vereine, wie zum Beispiel der Verein der Vereinten Grobmotoriker Boden- und Gerätetourenkinder, die auch bloß dabei sind, damit's voran sein noch in der Woche. Jawohl! Der Fußballverein, dessen Wortschatz nicht über Zicke-Zacke hinausreicht. Irgendwelche Spackos, wo ich mich frage, was die das ganze Jahr sonst zu deren aussehen und dann tanzen. Noch mehr Blasmuse. Bulldog, Fentites, 100 Jahre alt, gingen oben noch, was weiß ich was alles. Hinten noch irgendwo der Bürgermeister und richtig noch mehr Blasmuse. Damit ihr einen Platz im Bierzelt kriegt, hängt sie euch da sofort hinten ohne. Das Volksfest ist dann eröffnet, wenn der Bürgermeister dann im Bierzelt steht, ein wenig Blödsinn schmatzt, dem Eko die Sau nicht zuhört, aber dann einen Hammer nimmt, als Fass lossticht und anzapft ist, blärt. Wichtig, braucht er für die Anzapferei mehrere wie 1 bis 3 Schläge. Du musst du von oben zapfen. Gratulation, dann habt ihr einen Preisen gewählt. Aber okay, kommen wir lieber zu Phase 2. Der korrekte Ablauf bis zur Sperrstunde. Eigentlich ein ganz einfaches 3-Schritte-Programm. Behindertsaufen, auf die Bierbingen springen und klatschen, anbandeln mit abschließendem Happy End, von dem du morgen nichts mehr weißt und auch nichts wissen möchtest. Aber fangen wir von an. Als erstes wird gefressen und dann gesuffen. Du brauchst auch eine gescheite Unterlage und darum holt sich der Bayer von Welt die üblichen Mahlzeiten. Wie ein Schweinswürstel mit Kraut, ein Kas und oder Obatzen mit Volksfestbrezen, ein Kickerl, ein Leberkas, ein Schweinshaxen oder, wenn deine Leute einen Geldscheißer daheim haben und du zum gehobenen Adel kehrst, ein Makrein oder ein Zander. Dafür gefühlt 400 Euro. Nebenbei wird sie natürlich eine Maß bestellen. Da die erste Maß im Volksfest oder noch besser die erste Maß im Jahr einer der glanzvollsten Momente ist, die wir haben bei uns, ist folgendes Ritual, das ich jetzt einführe, auch furchtbar wichtig. Deine erste Maß muss einen Henkeltest bestehen. Das heißt, du zuselst ohne Absetzen so viel außer, dass wenn du die Maß dann auf den Tisch kippst, bis der Henkel am Tisch geht, nichts mehr außerläuft. Ha, da wollte man direkt eben sein. Ab sofort erteile ich jedem Bayern die Pflicht, dass er von seinem ersten Massel gefälligst auf einmal so viel außerbringt, dass sein Henkeltest besteht. Und wenn bloß ein Tuttel außerrennt, richtig, angefotzen. Abgesehen davon kannst du an der ganzen Runde gleich die nächste Maß bestellen und ja, auch zahlen. Inklusive Trinkgeld berechnet an alle Beteiligten. Und da die ganze Gaudi jetzt schon wieder ausufert, kommen wir noch schnell zu Phase 3. Wann war das noch an der gescheites Volksfest? Ja, ein richtiges Volksfest war es dann, wenn du wieder gerade ausschauen kannst, bei manchen erst am nächsten Wochenende, und dir diverse, sehr suspekte Geschichten erzählt werden. Achtung, True Story, Bro. Wenn du im Krankenhaus aufwachst, auf deiner Patientenkarte steht 3,6 Promille, Patient ansprechbar, und das noch nicht gelangt und die deine Schwester 5 Minuten nachdem du aufwachst anschreit, da sterben andere Leute! Oder du nach dem Mitternachtsschiss am Scheißhaus vorm Heimgehen nicht zahlst, sondern mit der Klofrau schmust und ihrer hinter mir das Klage geklaust. Alles schon passiert. Erst dann war's ein gescheites Volksfest. Tja, ich darf ja gerne weiter da, aber mir in Zeit davor leider als eine Viertelstunde geht auszugehen. Du, ich wünsche euch eine saubere Volksfestzeit dabei. Lasst es euch gut gehen. Lasst ein Like da, wenn es euch taugt hat. Ich hau mir jetzt ins Bierfest. Auf ein Massel oder Vieri. Habe die Ehre.